Ja, hallöchen, ihr lieben Leiter von heute. Ich heiße euch wieder herzlich willkommen zur nächsten Folge von Lies of P. Ich schätze mal, das ist Lies of P, dass das P für Puppet bedeutet, also steht. Weil es ja da um Puppen quasi geht. Ne? Also das P steht wahrscheinlich für Puppet oder sowas, also Puppen, ne? Und so, was haben wir vor? Also, in dieser Folge haben wir eigentlich nur ein einziges Ziel, sondern und zwar nur schlachten, was das Zeug hält, denn wir brauchen Erfahrungspunkte, Leute. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Ich brauche Erfahrungspunkte. da haben wir Wölfe auch schon. Okay, da ist noch irgendwo ein Wolf. Da muss ich aber schneller... Diese Wölfe sind auch so Maschinen. Schaut mal, das sind Maschinenwölfe. Schaut mal. Ja, das sind auch so Maschinenwölfe. Also es... Okay, also ich kriege immer mehr Einblick in die ganze Sache, weil... Also es sind alles so Maschinen und Puppen eigentlich. Da ist irgendwo noch ein Hund da hinten. Schaut mal. Fabelkatalysator. Also es ist ganz wichtig, dass ich da jetzt meine Runden ziehe. Alle vernichtet, die zu vernichten sind. Gratimes Ausgabe. Die große Ausstellung von Grat ist verschoben worden. Diese Entscheidung wurde getroffen und die Bürger bla bla bla. Ja, es geht so schnell, Leute. Ich weiß es. Leute! Also wir machen da mal die Runde, weil ich kann euch sagen, also das so viel kann ich euch schon mal sagen, dass der erste Bossgegner richtig heftig wird. Und den schaffe ich also mit meiner momentanen Vitalität, dass ich es rausbekomme, schaffe ich den nicht. Das weiß ich. Somit weiter Erfahrungspunkte sammeln, somit ja, wird es in dieser Folge so sein, dass ich immer wieder kämpfe, dass ich quasi Erfahrung sammle. Ja, die bekommt man halt, wenn man die da killt, Leute. Nur schon ist das, ne? Buntes Ergo-Fragment. Also müsste ich mir auch einmal anschauen, was dieses Ergo-Fragment da bedeuten soll. Also ich bin schon gespannt auf den Bossgegner. Also ich weiß, also ich habe den tatsächlich in meinem privaten Spielstand nicht besiegen können bis jetzt. Und dann habe ich mindestens 10-mal probiert oder so. Also statt Blut gibt es hier Öl. Okay. So, dann schauen wir mal darauf. Jetzt aber rauf hier. So, also, ja, wie jetzt die Folgenreihenfolge aussehen wird, also Reihenfolge, was rede ich da? Folgenabstand, wann ich halt die Videos hochlade, immer von diesem Spiel, das weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass ich es halt dann mache, wenn es ausgeht. Also es kann sein, alle 4 Tage, alle 5 Tage einmal, oder ich habe keine Ahnung, wie es halt ausgeht, weil ich eben ja auch arbeite. 40 Stunden die Woche. Und da ist es natürlich sehr eng gesteckt mit dem Ganzen. Hochladen und keine Ahnung was. Weil da bin ich froh, wenn ich einmal von der Arbeit zu Hause bin. Bin ich dann einmal froh, dass ich einmal ausruhen kann, dass ich mich jetzt einmal nicht hinsetzen muss. Zum PC und Videos schneiden muss. Wow, da ist ein Hund. Leute. Trübes Ergo-Fragment. Also die ganzen Ergo-Fragmente sind halt zum, ich schätze mal, Level-Up oder Materialien zum Craften oder irgend sowas. Jo, also der erste Bossgegner in dem Spiel wäre ja gar nicht mehr weit entfernt, Leute. Und der ist aber momentan, ist er noch zu stark für mich. Ich werde mich da jetzt durchkämpfen. Und das halt längere Zeit. Das werde ich natürlich in Timelapse machen, schätze ich mal, ja. Ah, da haben wir wieder so ein Tor, schaut mal. Da werde ich mich jetzt sehr... Ja.
Weil das geht nur von der anderen Seite auf, okay. Jo. Da unten geht's weiter. So, der hat was für mich. Ah, okay, dann gehen wir mal. Ah, da schießt nämlich einer. Ich weiß nicht, wer das jetzt ist. Hä? Du Sack! Aua! Lass mich in Ruhe, ich bin Arzt, hallo? Trübes Ergo-Fragment. Wo kommst du eigentlich daher jetzt? Ach Gott! Ja, es erscheint jetzt irgendwie noch sehr leicht und so, aber es ist wirklich... Mit der Zeit wird es immer extremer, immer schwerer und... Es ist halt so, also Wahnsinn. Ah, jetzt kommt gleich der nächste Elite-Gegner. Ja, genau! Ah. Aber der ist nicht so stark wie der letzte. Buntes Ergo-Fragment. Die jüngste Raserei, vermutlich vorübergehende Störung. Okay. Okay, das sagt er immer wieder. Schau mal, ich glaube, da. Nö, da kann ich gar nicht aufmachen. Ah, da komme ich von da drüben hin. Da brennt's, da ist der nächste kleine Elite-Gegner. Wutangriff. Einige Feinde werden rot und setzen einen starken Angriff ein, der Wutangriff genannt wird. Du kannst Wutangriffen nicht ausweichen oder die durch Blocken vor ihnen schützen. Aber ein perfekter Block kann sie kontern. Cool. Der perfekte Block. Okay, ja genau, das wird so wahrscheinlich sein. Oder ich weiche einfach raus. Das geht auch. Was macht der? Ah, servus. Ich drück doch LB und Y. Ja, servus. Ja, der ist nämlich auch nicht schlecht, Leute. So ein Elite-Gegner. Der ist gleich. Passt. Jawohl! Gut. Achso, da komme ich ja von da hinten hin. Ja, genau. So, ein Heilmittel kann ich mir noch nehmen, weil ich mache es ja sowieso so, dass ich die alle wieder spawnen lasse. Hier kann ich weiter Erfahrungspunkte sammeln. So will ich's machen, Leute. Okay, okay. Da hinten, schauen wir mal dahinter, was da hinten so Schönes gibt. Ja, ich weiß, dass mein Zielhotel gerade ist. Weiß ich doch. Hat man die gute Sophia schon gesagt. Nur, wer ist die Sophia, Leute? Das wäre mal interessant zu wissen. Aua, genau, der scheißt ja, schießt ja. Du kannst mich mal. Zack. LB Fabelkünste des Griffs benutzen, genau. Ah, ich muss meine Klinge schärfen. Passt. Ich gehe mal da kurz rauf. Was haben wir denn da oben? Ah, verstehe. Okay, ja, genau, Leute. Ah, da hänge ich bei dem Feind jedes Mal fest. Ah,
laut. Voller Öl, Leute. Ich bin voller Öl. Ah, da sind auch noch welche. Genau, verstehe. Genau, und da ist das, was ich nicht bekommen habe. Geht das jetzt endlich auf? Nö. Wenig ist dringliches Reparaturwerkzeug. Ah, da kann ich Sachen reparieren, Leute. Das ist ja richtig cool. Ah, kaputt machen hier. was ist da drüben? Ah, da war ich schon, okay. Servus! Da ist noch einer. Ein Kopfloser. Schau mal. Ah ja, der Kopflose, genau. Was ist mit dir? Lass mich in Ruhe, ich bin Arzt. Hallo. Ah, der ist von da oben gekommen. Der kommt da runter, okay. Ah. Schau da mal, was ist das da? Genau, jetzt habe ich... Ja, genau. Ja, jetzt habe ich da wieder eine Abkürzung genommen, Leute. Schau da mal. Da ist die Abkürzung aber von wo? Genau von da, Leute. Das ist ja mega. So, genau. Und da drüben gehe ich nicht hin. Das hat einen Grund. Ja, ich könnte eigentlich darüber gehen. Am Eingang steht eine mächtige Puppe und es ist der einzige Weg hinein. Das heißt, das ist der Bossgegner, Leute. Ja, ich passe eher auf mich auf. Also diese Puppe, diese gefährliche, was sie gerade gesagt hat, das ist der Bossgegner. Der ist da vorne, aber da kann ich ja schon mal hingehen, weil der ist extra in einem Bereich. Jo. Ja, der ist, schau da mal, da kann ich trainieren. Aua. Genau, da kann ich Angriffe trainieren. Weil da oben ist der Bossgegner drin. Nö, da lasse ich noch die Finger von. Ich bin einfach noch zu schwach, Leute. Was haben wir da hinten? Ah. Wir stellen die Paradepuppe vor. Hier erscheint eine fantastische Puppe, die die Parade bereichern wird. Ja, ich schätze mal, dass der Bossgegner gemeint sein wird, ne? Ja, Leute. Schätze ich einmal. Und da, ja, da haben wir wieder einen Stargazer. Den muss ich mal reparieren und zum Glühen bringen. Das ist Stargazer activated. Und jetzt benutze ich den gleich. Und werde die Vitalität weiter nach oben treiben. Ja, mehr kann ich mir eh nicht leisten momentan. So, jetzt habe ich mehr Vitalität, Leute. Ja, und meine Leben. Ja! Und alle Feinde sind wieder lebendig. Naja, oder keine Ahnung. Da werde ich mal alle Feinde da wieder mal zerstören. Ja, das, so geht das jetzt. Da mache ich dann quasi meine Runden. Ich will den Bossgegner noch nicht unter die Augen kommen. Warte mal, kann ich mich anschleichen? Ja. Und tschüss. Das ist der Todesstoß. Weg mit dir, du Viech. Aua, der hat mich gehaut. Ah, herrlich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Cool, 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 cool. Cool. Da ist niemand. Okay. Das wartet mal. Das musste ich jetzt tun. Und das auch. Ah! Ich bin sauer. Ja, wenn mich jeder immer wütend macht. Achtung, liebe Bürger. Von was? Von Krat. Und zur Panik. Was auch immer. Ist sicher. Wiederhole. Nicht. Ja. Das ist alles so abgehackt, Leute. Ah, da ist der Elite wieder. Der ist richtig stark.
Oha! Na wartet mal, da muss ich jetzt einmal. Nö! Auffallen wollte ich mich eigentlich. Na Schnauze hier! Der ist so stark! Komm, komm, komm! Ha, fertig! Ja! Da habe ich jetzt zwei Heilmittel für den gebraucht. Schande! Leute. Ja, die Runden durchgehen und so weiter, das ist wichtig. Das ist einmal wichtig, Leute. Damit ich da wirklich oben rechts sehe, dass, wie gesagt, die Erfahrungspunkte da, die Ergos oder wie heißen die? Ich habe keine Ausdauer mehr zum Hinschlagen. Ah, Leute! Du Sackbau mit deiner blöden Pistole ist unfair! Ach du Schande. Genau, und wenn ich keine Heilmittel mehr habe, ja, dann fühlt sich da von Angriff zu Angriff allmählich wieder was auf und dann bekomme ich wieder eins dazu, wenn sie es aufgefüllt hat. Ja, das ist halt die Mechanik. Finde ich aber richtig cool. Bleib stehen, du dreckiges Biest. Was war da jetzt für ein Ding, Ding? Da ist noch einer! Von wo kommt sie alle her? Das ist Wahnsinn da. Aber so bekomme ich wenigstens Erfahrungspunkte. Boah, mein Leben. Genau, der kommt von da oben, der andere von unten und der andere, ich habe keine Ahnung von wo. Ach, Schande. Okay, da hinten ist einmal wieder der Bossgegner. Da möchte ich momentan nicht hin. Nein, will ich nicht, tue ich nicht, darf ich nicht. Ja, ich finde das Spiel richtig cool, also. Nehmen da. Fabelkatalysator. Ich muss mir da mal anschauen, wartet mal ganz kurz. Wenn ich so jetzt drückklicke, Ausrüstung, ändere deine Ausrüstung. Was kann ich denn da eigentlich ändern? Säbelgriff einer Puppe. Da haben wir den linker Stahlarm. Den kann ich ja auch benutzen eigentlich. Ah nein! Da ist der linke Stahlarm, ja, weil ich ja anders geskillt bin, weil ich ja jetzt, ja genau, ich habe mich ja anders entschieden, ich bin ja nicht auf Stärke unterwegs, sondern Entschlossenheit. Ausrüst, Verteidigungsteile, einfacher Rahmen der Werkstattgewerkschaft. Was haben wir da? Gewicht 5,8, der hat 7,6, aber physische Schadensreduzierungsrate viel mehr. Dann nehme ich den da. Was haben wir da? Konverte der alten Generation. Da habe ich, was habe ich da? Kartuschenprototyp, Werkstattgewerkschaft. Habe ich auch ausgerüstet. Ja, das passt ja. Amulett habe ich keine, gell? Nö. Ja, habe ich halt Neues ausgerüstet. So. Jo, dann schauen wir mal, wo es weitere Feinde gibt, ne? Ich schätze mal da irgendwo hinten. Was war da jetzt eigentlich schnell? Ah, da war gar nichts.
Gehen wir mal da zu Beginn, genau. Wo bin ich da jetzt eigentlich? Ah, verstehe, da bin ich da, okay. Da, wo der Elite-Gegner war. Gehen wir mal, laufen wir schneller. Es gibt Leute, die haben es ehrlich. Leute. Ja, ja, ich bin liebe Bürger, ich weiß. Das hast du schon mal gesagt. Da war ich auch schon, genau. Und der hintere. Jetzt gehe ich ja wieder der hintere, ne? Genau. Und da kommen dann wieder Feinde. Ja, genau. So, ihr Lieben. Dann zerstören wir den einmal. Gut, dann werden wir noch einmal skillen. Ich schaue, dass ich noch zweimal skillen kann und dann beende ich die Folge. Und 900 wäre gescheit. Das heißt, ich brauche auch nicht mehr viel. Genau, und da kommt dann kommen die nächsten Viecher. Hutzviecher! Das war's schon. Leute. Ja, Wahnsinn, oder? So, jetzt kann ich... Ich glaube, zweimal könnte ich jetzt killen normalerweise. Das werde ich tatsächlich wirklich in die Vitalität geben. Auf jeden Fall. Zack. Und noch einmal. Ja, zack. 14. Das ist cool, Leute. So, ihr Lieben. Aber dann sind wir da schon wieder durch mit der Folge. Ja, jetzt haben wir da 14 Vitalität. Im Gesamtlevel, wartet mal, sind wir 16. Level 16 jetzt. Weil wir fangen ja, glaube ich, mit 10 an oder so. Ja. Feinde wieder da. Alles paletti. Passt. So. Also, das war's mit dieser Folge. Kämpfen, ehe es zum Boss geht. Und ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Wie, das werdet ihr sehen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, Game Over und ciao.